Herzlich willkommen beim Interviewprojekt Mannheim Tour 2010. Heute treffen wir Cavit Tayanç in Neckarau. Ich heiße Cavit Tayanç, ich bin 46 Jahre alt. Ich wohne in Mannheim-Neckarau, verheiratet, ein Kind. Alevite. In Islam, genau wie beim Christentum, gibt es auch in Islam sunnitischer Glauben, alevitischer Glauben. Und das sind zwei Paar Richtungen. Und die Sunniten, wir beten auch nicht wie Sunniten am Tag fünfmal. Wir fasten auch nicht im Ramadan oder wir pilgern auch nicht nach Mekka. Wir beten auch nicht in Moschee. Wir haben unser eigenes Gebetshaus. Wir fasten auch in bestimmten Tagen. Im Vordergrund steht für uns immer der Mensch. Also der Gott ist im Mensch drin, am Herzen. Ja? Also wir suchen das, den Gott nicht im Himmel oder so. Wir suchen den Gott überall. Also. Es ist ein riesiger Unterschied natürlich. Also grob gesagt, ich weiß nicht, ob ich das erwarte, wir töten auch nicht unserem Glauben. Also praktisch, für uns ist der Mensch sehr heilig, weil wir den Gott auch im Menschen finden. Also als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich in der Türkei meinen Glauben nicht so leben, wie ich sein sollte, wie es sein sollte. Also als Kleinkind wollte ich in Türkei studieren, so als Kriminalpolizei. Das war ja mein Wunsch, als ich Kind war. Also ich bin Ende 79 nach Deutschland gekommen. Ich war damals 15 Jahre alt. Wo mein Vater sehr schwer krank war, musste ich als ältester Sohn nach Deutschland kommen. Und als ich angekommen bin, war der Vater halt sehr schwer krank im Krankenhaus. Nach kurzer Zeit ist er gestorben. Natürlich für mich war es sehr schwierig, mit 15 Jahren natürlich war meine Familie hier mit ganzen Geschwistern, aber für mich war eine ganz andere Welt. In der Hinsicht, ich habe versucht, halt, was für mich wichtig war, in Deutschland zu leben, erstmal die Sprache zu lernen. Ich habe selbst versucht, halt Bücher gekauft, angefangen, Deutsch zu lernen. Nach kurzer Zeit habe ich einen Grundlehrgang angefangen. Dort habe ich dann in verschiedenen Bereichen gelernt. Nach dem Grundlehrgang habe ich dann angefangen, einen Beruf zu lernen. 3,5 Jahre als Maschinenschlosser. Danach dann habe ich angefangen, bei Firma John Deere zu arbeiten, bis heute. Es gibt ein Erlebnis, wie ich am Frankfurter Flughafen angekommen bin. Das war eine Ehepaar deutscher Familien. Das war morgens 1 Uhr. Ich war ganz fremd. Und ein Bekannter wollte mich abholen, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich war mit meinen Taschen einfach in der Halle gestanden. Da waren halt eine Ehepaar, sind auf mich gekommen. Ich konnte kein Deutsch, irgendwelche Wort. Aber sie haben mir ein Cola und eine Banane angeboten. Also das ist für mich ein Erlebnis. Das hat mir sehr große Freude gemacht. Ich habe gleich dann gedacht, Mensch, wenn ich dann in einem Land bin, als eine Teenager und weiß nicht wohin, wie und wem ich fragen kann, auf einmal kommen auf mich zwei Leute, und die mich überhaupt nicht kennen, bieten mir was an. Ja? Und das hat damals bei mir sehr positive Erinnerungen. Natürlich, ein großes Teil mein Leben habe ich in Mannheim gelebt. Praktisch ist mein, also das hat sich dann den Platz
umgestellt. Als ich dann von Istanbul nach Mannheim gekommen bin, ist dann Mannheim natürlich für mich ist ein Stadtteil geworden, für mich in mir drin. Also selbst wenn ich in der Türkei bin, wenn Urlaub mache, nach bestimmter Zeit habe ich Sehnsucht, nach Mannheim zu gehen, dann weiß ich, dass mein Leben dort weitergeht, nicht in der Türkei praktisch. Also ich liebe Mannheim besonders auch viel, weil wir auch hier Rhein und Neckar haben. Das hat auch viel Gelegenheit, am Rhein oder Neckar spazieren zu gehen. Und auch das Quadrat, wie Mannheim sich dann als Quadrat geteilt hat, gefällt mir auch. Das ist, glaube ich, einmalig in Deutschland. Es gibt viele Sachen, die mir in Mannheim gefallen. Ich bin, wie gesagt, 46, ich muss bis zum Rente dann arbeiten und dann je nach. Wir haben auch einige Pläne für Zukunft, für die Zukunft. Und deswegen ist es für uns, ist es Mannheim, unsere Heimat.